Erkennst du dich dabei wieder? Gilt auch für Frauen. Verschiedene Religionen in der Gesellschaft und wie sie von Deutschen ohne Migrationshintergrund in der Gesellschaft angesehen werden. Deutscher Christ mit Migrationshintergrund. Müssen wir irgendwie tolerieren, auch wenn fremd. Deutscher Muslim mit Migrationshintergrund. Aufpassen, kann ein potenzieller islamistischer Gefährder sein. Überwachen. Deutscher Buddhist mit Migrationshintergrund. Fremd, aber tolerierbar. Mit den Japanern kann man gute Geschäfte machen. Deutscher Hindu mit Migrationshintergrund. Fremd, indisch. Deutscher Christ ohne Migrationshintergrund. Du bist einer von uns. Deutscher Muslim ohne Migrationshintergrund. Warum ist der ausgerechnet zum Islam konvertiert? Das ist doch einer von uns. Deutscher Buddhist ohne Migrationshintergrund. Ein spiritueller Mensch, der besonders friedfertig ist, der ist einer von uns. Deutscher Hindu ohne Migrationshintergrund. Ein spiritueller Mensch, gesundheitsbewusst, macht Yoga, er liebt das Exotische, der ist einer von uns.